Ja, hallo, ich begrüße euch zu meiner neuen großen Reihe über JSON, über die JavaScript Object Notation. Ihr fragt euch sicherlich, wie kann man eine große Reihe zu JSON machen? JSON ist doch ein ganz einfaches Thema. Ja, das dachte ich auch die ganzen Jahre über, aber da ist immer wieder was Neues hinzugekommen oder neue Fragen, wie beispielsweise, wie sieht gutes JSON-Design aus? Kann ich JSON in was anderes leicht umwandeln? Wie transformiere ich JSON nach JSON? Wie validiere ich JSON? Ja, gibt es Sicherheitslücken oder Sicherheitsbedenken bei JSON? Das sind alles solche Fragen, die ich hier behandeln möchte. Los geht's mit dem ersten Teil. Da beschäftige ich mich mit Ajax und mit der Historie, mit der Geschichte von JSON. Ja, hier geht's auch gleich los. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Unsere Geschichte beginnt vor vielen Jahren bei Microsoft, um ganz genau zu sein, bei dem Internet Explorer 5. Der Internet Explorer 5, der hatte eine ganz besondere Fähigkeit und dazu schauen wir uns mal ein Szenario an. Eine Webseite wird in den Browser geladen und enthält ein JavaScript. Bis zu diesem Zeitpunkt war es noch relativ langweilig. JavaScript konnte damals vielleicht ein Menü darstellen, das ein bisschen besonders rendern oder es konnte irgendwas animieren. Aber mehr war damals noch nicht möglich. Und bei Microsoft hat man sich dann gefragt, wäre es nicht toll, wenn ich von diesem JavaScript aus vielleicht ein API ansprechen könnte, einen Service aufrufen. Und für diesen Zweck hat Microsoft ein spezielles Objekt eingebaut in den Webbrowser. Und dieses Objekt, das später XML-HTTP-Request genannt wurde, mit dem kann ich einen Aufruf abschicken an einen Service und kann ein Ergebnis zurückbekommen und die Response an, ja, das Skript übergeben. Am Anfang war das Ganze noch gedacht, dass wir hier nur XML übertragen können, aber zum Glück war es auch möglich, dass wir hier andere Formate einsetzen können und das nur XML-HTTP-Request hieß. Aber damals hat man noch fest, das war zur Hochzeit der serviceorientierten Architektur, da hat man noch gedacht, man macht alles mit XML und daher auch der Name Ajax. Aber ironischerweise wurde dieses XML nur wenige Monate für Ajax benutzt und dann wurde es durch JSON ersetzt. Den XML-HTTP-Request, den schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ich habe hier eine Webseite mit einem Knopf und wenn ich diesen Knopf drücke, dann wird dieser XML-HTTP-Request verwendet, um einen Aufruf zu starten, Daten zu bekommen und diese darzustellen. Das ist die Webseite, die wir gerade in Action gesehen haben. Ich habe einen Knopf. Wenn dieser Knopf gedrückt wird, wird diese Funktion aufgerufen. Und diese Funktion verwendet den XML-HTTP-Request, um eine Ressource anzusprechen. Die sehen wir hier. Wenn das Ergebnis vorliegt, wird dieser Callback aufgerufen und im Callback einfach das Ergebnis ausgegeben. Wir möchten aber, anstatt das Ergebnis auszugeben, JavaScript-Objekte haben, um damit vielleicht ein Formular zu befüllen. In JavaScript gibt es eine Besonderheit. Ich kann Objekte ohne Klassen einfach so initialisieren. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Variable Person und der weise ich jetzt dieses Objekt zu, das ich einfach hier so definiere mit dieser Schreibweise. So, jetzt habe ich eine Person. Die Person hat zwei Eigenschaften: Name und Ort. Ich kann Name abfragen und bekomme den Namen zurück. JavaScript hat nochmal eine Besonderheit. Es gibt so einen Eval-Ausdruck. Und mit dem kann ich einen beliebigen Ausdruck evaluieren. JavaScript ist ja eine Skriptsprache. Und da kann ich jetzt diesen Ausdruck hier oben einfach nehmen, den hier einfügen und vielleicht einer Variable zuweisen. Also ich schreibe jetzt hier einfach mal, das ist die Person 2 gleich, den Ausdruck von oben und führe das Ganze aus. Und jetzt habe ich ein Objekt P2, auf dem ich einfache Abfragen machen kann. Also so einfach könnte es sein, wenn ich das hier einfach übertrage, das als Datenformat nehme, also eine Teilmenge von JavaScript und die einfach auf der anderen Seite evaluiere, ein Objekt habe und darauf zugreifen kann. JSON hat sich daraufhin unheimlich verbreitet. Keiner wollte mehr für Ajax
XML verwenden, zumal auch die Browser außer dem Internet Explorer gar keine Unterstützung für XML boten. Also war es viel einfacher, dieses JSON zu nehmen, das sowieso schon eingebaut war. Da JSON die Syntax verwendet von JavaScript, wird das Ganze auch JavaScript Object Notation genannt. Erfunden hat es der Douglas Crockford, aber er sagt selber von sich, er hat es nicht erfunden, er hat es nur entdeckt, da JSON vorher schon da war und er nur auf die Idee gekommen ist, das zu verwenden. JSON hat innerhalb von kürzester Zeit dann XML verdrängt. Ironischerweise hieß das eine ganze Zeit noch oder hat man eine ganze Zeit noch von Ajax gesprochen, aber XML im Browser war viel zu kompliziert und vor allem haben die Browserhersteller außer Microsoft auch kein XML auf dem Browser unterstützt und so lag es nahe dann JSON zu verwenden, um zwischen Browser und einem Server zu kommunizieren. Aber mittlerweile ist JSON in viele andere Bereiche vorgedrungen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen.